Antwort. Herr, höre, das ist eine Strafe der Götter. Die Tochter Abel passt auf mich. Ich habe Furcht vor dir, Helios, sprich mit mir. Ich bin krank, ich will gesunden. Ich alles versucht, doch du kennst vielleicht Götter, die mächtiger sind, oder ein Gebet, eine Beschwörung, die unwiderstehlich ist. Gefesselt. Wenn ich gehe, ist sie es, die vorwärtsschreitet. Wenn ich stehe, ist sie es, die ausruht. Ihre Augen verstecken mich, ich höre ihre Stimme, sie umgibt mich, sie durchdringt mich. Mir ist, als ob sie meine Seele geworden sei. Und doch liegt es zwischen uns, wie die unsichtbare Flut eines grenzenlosen Ozeans. Sie ist fern, mir unerreichbar, der Widerschein ihrer Schönheit. Und zuweilen glaube ich, sie nie gesehen zu haben, glaube, sie sei nicht wahr, und alles sei nur ein Traum. Sei stark, Herr, ruf deine Willenskraft zu Hilfe, nicht mehr die Götter an. Das Wehe Klagen der Menschen bewegt sie nicht. Was weinst du da wie ein Feigling? Fühlst du nicht Scham, dass du um eines Weibes willen so viel leidest? Bin ich ein Kind? Glaubst du etwa, dass Weibersänge und Weibergesichter mich noch rühren? Mit Rittern hatten wir Tiere genug, um sie als Streu in den Ställen zu gebrauchen. Aber diese hier, Spendius, diese, wenn sie nicht die Tochter Hamikars wäre, an der Menschen gemein, sahst du ihre großen Augen unter den großen Brauen, glichen sie nicht Sonnen unter Triumphögen. Besinne dich doch, als sie erschien, erbleichten die Fackeln um sie her, wo sie gegangen, wogte sie der Weihrauch deines Tempels, und ihrem ganzen Wesen entströmte etwas, das süßer war als Wein und schrecklicher als der Tod. So schritt sie dahin, und dann blieb sie stehen.